Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Mami Blog. Eins meiner beliebtesten oder ja, sagen wir mal meistgeklicktesten Videos auf jeden Fall hier auf YouTube ist ein Video zum Thema Blitztipps, zum Thema Putzen. Was mich allerdings so ein bisschen stört an dem Video, nicht so ein bisschen, sondern sehr, ist, dass ich damals noch alles mit chemischen Reinigern geputzt habe. Ich kann es einfach nicht anders früher. Ich habe nicht viel darüber nachgedacht, muss ich leider ehrlich gesagt zugeben. Und mittlerweile ist mir bewusst geworden, dass Putzen auch umweltfreundlich, gesundheitsbewusst und kinderfreundlich geht. Und das möchte ich euch gerne in diesem Video hier zeigen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Blitztipp-Putz-Update 2.0. Im alten Video war der erste Tipp mein Putzkörbchen. Das Putzkörbchen habe ich immer noch, mittlerweile mit anderen Putzutensilien drin, aber darum ging es auch nicht bei diesem Tipp, sondern vielmehr darum, dass es eben praktisch ist, alles transportabel beisammen zu haben. Und wenn es dann also soweit ist, schnaffe ich mir immer noch mein Putzkörbchen und los geht's. Mittlerweile finde ich im Alltag ergänzend aber noch sehr praktisch, vereinzelt für die verschiedenen Räume den entsprechenden Reiniger und einen entsprechenden Putzlappen natürlich direkt vor Ort immer griffbereit zu haben. Das heißt also, im Badezimmer steht jetzt zum Beispiel mein Badreiniger immer griffbereit. Den mache ich jetzt wie viele andere Putzmittel mittlerweile auch selbst. Zeige ich euch gleich noch, das ist super einfach. Und dieses Griffbereithaben hat einfach den Vorteil, dass man im stressigen Mama-Alltag immer mal zwischendurch dazu greifen kann. Es ist eigentlich nur eine Mini-Angewohnheit, die aber dafür sorgt, dass es dauerhaft sauber bleibt. Und wenn man den Tipp vollkommen beherrscht, dann kann man theoretisch sogar ganz auf feste, regelmäßige Putzzeiten verzichten. Also außer jetzt natürlich diese Großputzaktion, die meine ich jetzt nicht. Aber das finde ich einfach im Mama-Alltag, vor allem mit sehr kleinen Kindern, sehr praktisch, weil nicht jede Mama unbedingt jede Woche ungestört 4 Stunden am Stück zum Putzen hat. Sich diese Art von Putzen anzugewöhnen, geht eben leichter, wenn die Putzmittel schnell zur Hand sind. Und das betrifft übrigens nicht nur das Putzen mit Putzmitteln, sondern, wie ich finde, auch das Saugen. Saugen in Etappen ist für mich ein Tipp, der wie zugeschnitten ist auf unseren Messi-Mama-Alltag. So beschreibe ich ihn jetzt mal. Ich hoffe jetzt einfach, ihr würdet ihn genauso beschreiben. So, und hier habe ich jetzt einen echten Alltagshelfer im Haus. Und zwar hängt hier bei uns jetzt endlich ein Dyson rum. Ich wollte schon lange einen haben, weil ich ihn einfach mega praktisch finde. Und jetzt darf ich euch einen vorstellen. In meinem Fall ist das der V11. Das ist jetzt das neueste Modell, aber die Marke an sich ist bekannt für seine innovativen und vor allem extrem saugstarken Akkustaubsauger. Aber auch die modernen Anzeigen zum Beispiel, wie die hier, sind super praktisch. Die zeigen mir halt genau an, wie lange ich auf welcher Saugkraftstufe, da gibt es 3 verschiedene, noch Zeit habe, bevor der Akku ausgeht. Dann hat er zum Beispiel einen Aufsatz, der den jeweiligen Untergrund erkennt und entsprechend seine Saugkraft entweder an den Hartboden oder an einen Teppichboden anpasst. Finde ich super praktisch für mich jetzt, weil wir immer mal wieder einen Teppich auf Parkett zu liegen haben und vor allem auch einen unterm Esstisch. Und ihr könnt euch vorstellen, wie der aussieht, wenn man den nicht gründlich und regelmäßig saugt und reinigt. Ich habe den Sauger jedenfalls jetzt einfach an der Wand. Der wird immer wieder in die Station eingehangen und ist somit immer frisch aufgeladen, egal wann man saugen will. Vergessen habe ich noch, ein Dyson kommt immer ohne Staubbeutel aus und der Dreck wird einfach mit einem Schieberegler im Restmüll entsorgt. Einziger kleiner Nachteil an dem Gerät, er ist relativ schwer. Aber fürs Etappensaugen, so wie ich es mache mit ihm, ist er einfach perfekt. Ich verlinke euch die Dysons gerne auch nochmal in der Infobox. Neben fester Seife und unserer Spielzeugseife, die habe ich euch jetzt auch schon öfter vorgestellt, benutzen wir auch noch Flüssigseife. Und auch die ist sehr einfach und schnell umweltfreundlich aus fester Seife selbst gemacht. Ihr habt mir selber noch den Tipp gegeben unter meinem Plastiksparhack-Video. Und zwar zerkleinert ihr dafür ungefähr eine halbe feste Seife, also etwa 50 Gramm. Bringt jetzt 1 Liter Wasser zum Kochen und rührt da die Raspeln rein. Und wenn es die Raspeln mit dem Wasser vermengt haben, dann stellt ihr die Platte aus und lasst die Seife erstmal gut abkühlen. Das ist super wichtig, damit sie die richtige Konsistenz bekommt, weil sie nochmal nachdickt. Wenn die Seife nach dem Abkühlen immer noch zu dick ist, dann könnt ihr nochmal ein bisschen Wasser zum Beispiel im Wasserkocher aufkochen und das nochmal unterrühren. Ja, eure Seife ist jetzt fertig und wenn eure Kinder sie noch bunt haben mögen, dann könnt ihr natürlich auch noch einen Tropfen Lebensmittelfarbe mit reinrühren. Das ist auch gar kein Problem. Ja, jetzt braucht ihr die Masse nur noch umzufüllen. Dann hatte ich als einen weiteren Tipp im Video einen Sprühreiniger selbst gemacht. Ja, besser gesagt halb selbst gemacht, weil dafür habe ich früher immer einen Allzweckreiniger mit Wasser gemischt und in eine Sprühflasche umgefüllt. Das geht natürlich auch nochmal wieder umweltfreundlicher, indem ihr einfach ein bisschen Spülmittel mit Wasser in eine Sprühflasche abfüllt. Wirklich, man kriegt den gleichen Dreck genauso gut entfernt und man braucht sich keine Gedanken zu machen über irgendwelche fragwürdigen Chemikalien.
Wer jetzt auch noch sein Spülmittel selber machen will, das ist auch sehr einfach. Und ich benutze es in der Küche für alles, das nicht in den Bereich Geschirrspüler fällt, tatsächlich mittlerweile ganz gerne. Mich hat es erst ein bisschen irritiert, dass es nicht sonderlich gut schäumt, aber es reinigt einfach trotzdem gut, deswegen stört es mich nicht mehr. Ich fülle mir das jetzt immer in so eine wiederverwendbare Spülmittelflasche ab. Ich finde, es sieht auch noch super aus und ist halt immer wieder nachfüllbar. In dem anderen Spender hier ist jetzt meine selbstgemachte Flüssigseife drin. Für Spülmittel zerkleinert ihr auf jeden Fall ca. 20 Gramm Kernseife oder ihr nehmt schon zerkleinerte Seifenflocken, die gibt es auch zu kaufen. Vermengt sie mit 100 ml heißem Wasser und rührt so lange, bis sich die Raspeln aufgelöst haben. Jetzt fügt nochmal 2 Teelöffel Natron und 500 ml Wasser hinzu. Und dann könnt ihr noch, das würde ich auch machen, das finde ich bei dem Spülmittel sehr wichtig, könnt ihr noch ein paar Tropfen von einem ätherischen Öl dazugeben. Wir haben jetzt hier Orange genommen. Ich finde, das eignet sich total gut für Putzmittel. Aber Lavendel zum Beispiel riecht für mich auch total gut. Das Spüli, das trennt sich nach einer Weile auf. Die Kernseife schwimmt oben und unten wird es recht dünnflüssig. Hier müsst ihr euch einfach nur angewöhnen, vor der Benutzung einmal zu schütteln, dann ist alles wieder vermischt. Ja, mittlerweile sind jetzt in dem Video schon ein paar kleine Rezepte zusammengekommen und ich zeige euch im Video auch noch ein paar mehr. Ihr könnt euch die Rezepte-Merkliste in meinem Downloadbereich runterladen und ausdrucken und dann könnt ihr die immer zugänglich in eurer Küche platzieren, dann ist das ganz einfach, die Reiniger immer wieder nachzumachen. Das Passivputzen, was ich in dem anderen Video gezeigt habe, geht natürlich mit dem umweltfreundlichen Putzmittel ganz genauso gut. Der Tipp ist super. Vor dem Duschen könnt ihr den Reiniger auftragen, über die Duschzeit einwirken lassen und auch während man unter der Dusche steht, einmal die Wände damit abbrausen. Hier nehme ich bewusst jetzt einen Zitrusreiniger mit Zitronensäure, auch wenn mein Herz beim Putzen eher für Essig schlägt, ganz besonders wenn es um Kalk geht. Aber hier wird immer wieder gesagt, dass Essig eigentlich ein bisschen zu aggressiv ist und Armaturen und Silikonfugen angreifen kann. Deshalb mixe ich meinen Badreiniger jetzt eigentlich ganz genau nach Packungsanleitung der Zitronensäure. Und zwar gibt es hier verschiedene Dosiertipps für unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten direkt auf der Verpackung. Ich löse jetzt einfach 3 Esslöffel Zitronensäure in einem halben Liter Wasser. Wer noch einen bestimmten Duft drin haben möchte, der kann jetzt auch hier nochmal 5 Tropfen eines ätherischen Öls nach Wahl dazugeben. Ich brauche das hier in dem Fall nicht und lasse es einfach weg. Wir in unserem Haus haben jetzt sehr, sehr hartes Wasser und dementsprechend auch harte Kalkablagerungen. Deshalb gehe ich diesen Ablagerungen auch immer noch mit Essig an den Kragen. Ich persönlich habe jetzt noch nie gemerkt, dass es was angreift, aber für den Alltag und die Fliesen reicht mir der Zitrusreiniger auf jeden Fall auch aus. Und wenn ihr jetzt ganz starke Kalkablagerungen am Wasserhahn habt, so wie wir, dann tränkt am besten ein Tuch in Essig und wickelt es drumherum. Ein Luftballon geht theoretisch auch, der mit Essig gefüllt ist. Lasst das eine Weile einwirken, der Essig kann wirken und danach spült ihr einfach alles ab. Die Klobürste könnt ihr, wenn ihr wollt, mit Alkohol einmal desinfizieren und dann in Esslöffel selbstgemachtes Geschirrspülmittel statt Geschirrspültabs, wie in meinem anderen Video gezeigt jetzt, in die Toilette reingeben. Dann könnt ihr die Klobürste reinstellen und eine Zeit drin stehen lassen. Wie ihr das Geschirrspülmittel macht, das zeige ich euch auch gleich noch. Ist auch super easy. Ja, wenn ihr jetzt eine Zitrone übrig habt, die ihr schon ausgepresst habt, schmeißt sie nicht weg. Ihr könnt damit eure Badezimmer- und Küchenarmaturen einreiben, kurz einwirken lassen und abspülen. Danach könnt ihr sie auch nochmal weiterverwerten und in den Geschirrspüler reinpacken. Die Zitronensäure wirkt vorbeugend gegen Kalk, nicht nur auf dem Geschirr, sondern auch in der Maschine selbst und hinterlässt auch noch einen leicht zitronigen Duft. So, wo wir jetzt schon mal am Geschirrspüler sind, zeige ich euch noch das Geschirrspülmittel. Geschirrspültabs braucht ihr wirklich eigentlich überhaupt nicht, denn das Geschirrspülmittel ist auch super schnell umweltfreundlich und kostengünstig selbst gemacht. Hierzu braucht ihr 3 Esslöffel Natron, 3 Esslöffel Zitronensäure, 3 Esslöffel reine Soda und 1 Esslöffel reines Kochsalz. Das gebt ihr jetzt einfach in ein trockenes, verschließbares Glas, schüttelt es einmal gut und fertig ist das super nachhaltige Spülmittel. Für einen Spülgang gebt ihr statt dem Tab jetzt 2 Teelöffel von dem Pulver ins Fach. Ja, und auch Abflussreiniger sind ja wirklich voller Chemie. Man soll teilweise eine halbe Packung aggressives und umweltgefährliches Gel in den Abfluss kippen. Und ich habe das tatsächlich auch früher gemacht. Und oft hat es einfach auch gar nicht gewirkt. Die Wirkkraft von dem folgenden selbstgemachten Abflussreiniger ist jetzt vielleicht nicht unbedingt wirklich besser. Aber bei leichten Verstopfungen könnt ihr es zumindest einmal probieren. Gebt eine halbe Tasse Soda und eine halbe Tasse Essig in den Abfluss. Es schäumt jetzt kurz auf und ihr spült nochmal mit Wasser nach. Ja, und der letzte Tipp im alten Video ergibt sich von selbst. Auf Feuchttücher kann ich mittlerweile gut und gerne beim Putzen verzichten. Nehme meinen Sprühreiniger und einen Lappen und den Staub in hohen Ecken entferne ich mit meinem Dyson. Ja, das war es auch schon wieder bei Mami Vlog. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Und ich weiß, dass das Thema natürlich unendlich weiter gesponnen werden kann. Das ist klar, auch Rezepte für umweltfreundliche Waschmittel, Weichspüler, Fensterreiniger lohnen sich auf jeden Fall selber zu machen. Mir wurde das jetzt alles zusammengenommen in diesem Video hier viel zu viel. Deshalb habe ich mich auf die Rezepte beschränkt, die ich jetzt am besten finde und die ich auch regelmäßig für mich selber mache.
Aber wenn ihr jetzt weitere oder noch andere selbstgemachte Haushaltsfavoriten habt, dann notiert mir die sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Ich glaube, nicht nur ich freue mich darüber, sondern auch ganz, ganz viele andere. Ich sage tschüss und hoffentlich bis ganz bald.